Hallo zu einem neuen Vlog. Heute ist ja Donnerstag und genau, für euch ist ja heute, also wenn der Vlog online kommt, Freitag der 13. Das ist mir heute irgendwie so bewusst geworden, dass ja morgen Freitag der 13. ist, für euch ja heute. Und ja, wie komme ich da jetzt drauf? Keine Ahnung. Ja, wir sind schon zu Hause. Wir haben jetzt so Art Mittag gegessen, wenn man das so nennen kann. Und müssen jetzt noch Hausaufgaben machen. Und der Philipp hat heute eine Hausaufgabe auf, wo ich ihm helfen muss. Die wollen einen Familienstammbaum. Da sollen wir Bilder reinkleben. Und ich habe keine Bilder. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ich kann ja auch nicht einfach jetzt nur als Beispiel vom Dennis ein Bild reinkleben. Da muss ich ihn ja auch erstmal fragen. Ja. Und ich habe auch gar keine Bilder, aber nun gut, das ist die Hausaufgabe, da steht drauf, Familienfotos reinkleben. Was? Dort ist ein grüner Punkt, das heißt U. Heißt U ist immer grün. Ja. Naja, auf jeden Fall müssen wir das Und jetzt mal machen, weil wir wollen ja auch zum Taekwondo, dass der Philipp nochmal für die Prüfung üben kann. Ja, auf jeden Fall ist das so unser Plan heute. Ich habe jetzt schon die Küche wieder sauber gemacht. Also muss ich noch in den Keller, weil ich habe heute Morgen gleich eine Wäsche eingeschalten. Ich wollte mal wieder die Badezimmerläufer waschen. Das muss man auch ab und zu machen. Und der Roy schläft total gerne im Bad. Deswegen wasche ich die halt auch, oder versuche ich die halt auch ein bisschen öfter zu waschen. Und genau, das muss ich jetzt noch hochholen. Und genau, das ist jetzt unser Plan. Mal sehen, wie der Vlog heute wird. Und genau, wir lassen uns überraschen, was der Tag heute so bringt. Wir sind jetzt wieder zu Hause vom Taekwondo und ich habe jetzt schon mal den Ofen angeschmissen, weil heute gibt es nur Pizza, weil das sonst immer alles zu spät wird mit dem Kochen. Also ich habe, wenn ich jetzt einen normalen Tag gehabt hätte, hätte ich es vorbereitet oder so, aber ja, jetzt so kurz vor der Weihnachtszeit, hups, Entschuldigung, aber jetzt so kurz vor der Weihnachtszeit, wo es halt immer ab und an einmal ein bisschen stressiger ist, ja, gibt es halt dann auch mal Pizza und ganz ehrlich, ich habe auch mal wieder richtig Lust auf Pizza und genau. Und dann, was müssen wir dann noch machen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich bin total verpeilt. Ich muss jetzt ja mal in den Trockner gucken, ob der fertig ist. Dann wollte ich das Bad einmal rauswischen, weil dann kann ich die Teppiche wieder hinlegen. Und ja. Das ist immer, also unsere Donnerstage sind wirklich so langweilig. Ich nenne es jetzt immer langweilig, aber nun gut. Und wir müssen Philipps Legosteine aufräumen. Die liegen mal wieder am Boden zerstreut, wie immer eigentlich. Eigentlich bräuchte ich dafür echt mal so eine. Da gibt es ja diese riesen Matten, wo man das draufstellt und dann muss man die nur zuziehen. Wisst ihr, was ich meine? Wie heißen die denn? Also wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir mal unten in die Kommentare schreiben. Aber ja, das wäre da vielleicht mal echt nicht schlecht. Und genau. Was müssen wir dann heute noch machen? Also ich habe gerade echt null Plan. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Wäsche. Ah ja, die Wolle muss ich noch zum Knäuelchen machen. Ich habe hier wieder mal Wolle von meiner Schwester. Das ist Sockenwolle, so sechsfach Sockenwolle. Und meine Mama hat gefragt, ob ich ihr einen Knäuel draus mache. Das muss ich noch machen, oder muss nicht, ne? Hat man ja schon mal. Ich möchte. Und dann möchte ich eigentlich noch diesen kleinen Strumpf hier fertig bekommen, weil ich habe für Philipp auch Wolle hier, die kann ich euch ja mal zeigen. Und zwar hat er die sich ausgesucht, als meine Schwester hier war zu Besuch. Und da möchte er Socken draus. Und die möchte ich jetzt mal anfangen zu machen. Und ja, es wird hier nicht weniger. Ich lege mir hier mal alles hin. Genau, was ich da machen möchte. Da liegt immer alles. Super, ne? Als hätte ich vier Hände, beziehungsweise drei, mit denen ich stricken könnte. Weil das hier ist ein Nadelspiel, das hier hat im Moment meine Mama, das ist aber auch schon fast fertig. Und ich habe aber nur zwei Hände, ne? Sehr gut, aber egal. Das machen wir jetzt dann irgendwie, oder Roy? Roychen? Der putzt sich die Pfötchen. Schöne, saubere Pfötchen. So süß. Guckt euch das mal an, wie süß. Die kleine Nase. Die kleine Nase. Ja,
sorry. Hundestimme aus. Ich weiß nicht, warum redet man mit seinen Haustieren immer so komisch? Egal. Naja, ich gehe jetzt nochmal zum Philipp in die Küche und guck, wie heiß der Ofen ist, dass ich dann die Pizza reinschieben kann. Ich esse immer Mozzarella-Pizza. Und der Philipp isst immer diese kleinen Piccolinis. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Immer heiter, ne? Bis gleich. Ich habe jetzt eine kleine Planänderung. Wir müssen jetzt kurz zu meiner Mama fahren, weil ihr Telefon geht nicht mehr. Ihr Router kam heute und den muss ich ihr jetzt einrichten. Und deswegen fahren wir da jetzt hin und ich hole, wenn es fertig ist, diese Socke hier ab, die zweite dazu. Weil die Ferse, das hatte ich euch ja auch schon mal erzählt, kann ich noch nicht stricken. Deswegen macht es die Mama immer für mich. Und die ist, soweit ich weiß, fertig. Da habe ich dann noch einen Teil mehr liegen. Juhu! Und genau, deswegen haben wir jetzt eine Planänderung. Unsere Pizza haben wir jetzt schon gegessen. Und ja, dann düsen wir jetzt mal los. Wir sind jetzt wieder zu Hause von meiner Mama. Und ich habe jetzt die Socke wieder hier. Das heißt, ich kann das Weihnachtsgeschenk jetzt fertig machen. Dadurch, dass es jetzt schon so spät ist, beende ich jetzt den Vlog an der Stelle. Und würde sagen, wir sehen uns morgen im neuen Vlogmas-Vlog. Tschüss!